Ich finde meine Kopfbedeckung scheiße und deswegen werfen wir sie genau in den Vulkan rein. Genauso. Genau. Der Bürgermeister hat es auch nicht gerne, wenn seine Haare gerade abgefackelt sind. Wir geben hiermit das Feuer, das uns das ganze Jahr über beschützt hat, dem Flammenvater zurück, von dem wir es ja ursprünglich bekommen haben. Also seid ihr nun bereit, eure Flammen in den Krater zu werfen und sie ihrem Schöpfer zurückzugeben. Ja, sind wir, denn ich will keine Glatze haben, so wie du. Prima, also einer nach dem anderen. Ted zuerst. Gut gemacht, Junge. Er hat noch die Kappe an. Ted wirft seine Flammen in den Krater. Und Gizma, ich finde es zwar etwas komisch, Flammen in einen Vulkan zu werfen, aber was soll's? Genau, das würde ich auch behaupten. Prinz Gizma wirft seine Flamme in den Krater. Ich will gar nicht daran denken, was passieren würde, wenn ich da reinplumpse. Ich werfe einfach das Ding Ich werfe einfach das Ding hier und trete dann einen Schritt zurück. In Ordnung? Sie geht keinen Schritt zurück. Aber die Maribel, die wirft ihre Flammen in den Krater. Gut, nun sind die Dorfbewohner dran. Ihr seid hier fertig. Ihr könnt jetzt ins Dorf zurückgehen, wenn ihr wollt. Nein, wollen wir nicht. Wir dürfen nicht. Wir dürfen nicht. Wir werden es erkundigen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, hier geht ein Weg nach unten. Ihr hättet mich fast zu Tode erschreckt. Was habt ihr euch nur dabei gedacht, euch so ranzuschleichen? Ich hätte doch reinfallen können. Um ehrlich zu sein, kann ich es gar nicht glauben, dass mich Christel an einem so gefährlichen Ort überhaupt Wache halten lässt. Aber ich sollte nicht klagen. Erst recht nicht, wenn sie direkt vor mir steht. Die Flamme von Lodeley. Was schon wieder? Ich hätte mich fast zu Tode erschreckt und wäre fast reingefallen. Okay, da können wir hier nicht... Oh, Christel, hallo. Gut, dass ich hier rübergelaufen bin. Hallo, alte Dame. Ihr habt euch ja ziemlich viel Zeit gelassen. Das Ritual hat schon begonnen. Und wir haben keine Zeit zu verlieren. Ihr müsst so schnell wie möglich runter in den Schlund des Lodeley. Dort unten geht irgendwas Merkwürdiges vor sich. Daran kann kein Zweifel bestehen. Ihr müsst für mich den Rechten sehen. Ich kann nicht selber darunter. Dort wimmert es vom Monster. Wenn sie euch Probleme bereiten, dann kommt wieder hoch. Ich habe Medizin gegen die verschiedensten Leiden und gebe auch einen ziemlich guten Priesterin ab, wenn es sein muss. Okay, was? Was? Es passiert was? Es passiert was? Oh, okay. Kaste, der Kasten ist im Sack. Ich glaube, er ist ein Problem. Und da kommen sie rein. Einer nach dem anderen, bitte! Passiert jetzt was, oder? Uns läuft die Zeit davon, ihr müsst sofort los! Okay, Moment, sie hat gesagt, wenn wir Probleme haben, können wir zurückgehen und sie heilt uns. Heißt das sozusagen, wir können hier unten gut leveln, oder? Heißt das für uns, wenn wir zurückgehen, müssen wir alle Monster wieder töten? Dann lassen sie sich das lieber bleiben. Hallo, Freundchen! Haben wir dich schon mal getroffen? Ein Schmuckkater? Oh nein. Oh nein. Ritzauer. Komm, wir greifen den mal an. Und diesmal greift den. Was ist mit Maribel? Ach so. Sie hat. Nein. Ich muss. Nein. Aua. Wurza. Aua. Ja, oh. Da ist er schon hinüber. So, Moment. Taktik. Maribel, Rücken. Ja, Rückendecken. Das ist gut. Das gefällt mir. So, wir greifen wieder normal, machen wir geht in Abwehrstellung und wir ballern, was das Zeug hält. Und tot ist der Feind und gibt uns 32 Erfahrungspunkte und 17 Goldmünzen. Ja, wenigstens können wir ein bisschen heilen. Ah, Level. Sind das die Teenage Mutant Ninja Turtles? Sie sind grün und tragen Schwerter. Schauen wir mal, ob wir sie... Oh, sie sind alle eingeschlafen. Außer er. Aber der ist gleich tot. Und G-Dubizer. Oder ist aber gut, das Genteil. Da können sie mich nichts anhaben. Kill! Okay, 30 Schaden auf einmal, das ist auch schön, ne? Was, der schläft doch weiter? Was sind das für ein Kasten? Was schlägt ihr mit einem Schwert und der schläft weiter? Ich wäre aufgewacht. Rizella sind besiegt.
Oh, 45 Erfahrungspunkte. Ich brauche Levelaufstiege. Genau solche Levelaufstiege brauche ich. Der hat erreicht die Stufe 8. Steigt um 7, MP um 3. Dann haben wir Stärke und Flinkheit, Ausdauer, Weisheit 3. Stil 1, Lehrer, Zauber, Teleportation. Ah, gut, gut, gut. Wir können jetzt von Ort zu Ort teleportieren, ohne dass wir uns irgendwie durch die Reihe schlagen müssen. Und gleich bekomme ich noch einen anderen Zauber, den ich auch noch cool finde. Außer ich habe ihn schon. Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Oh. Ich war auf dem richtigen Weg nach draußen. Das ist schlecht. Es passiert was. Oder geht es um Zeit? Oh Mist, ich bin falsch gelaufen. Kann es sein, dass es um Zeit geht? Ich hoffe mal nicht. Ich kann es nämlich nicht leiden, wenn Spiele um Zeit gehen. Da bin ich irgendwie immer so schlecht. Moment. Wo kam ich denn jetzt? Von hier oder von Mitte? Ich glaube, ich kam von hier, oder? Aber was war denn in der Mitte? Gehen wir schauen, was in der Mitte war. Duda, duda, die Flattermäuse sind schon da. Duda, duda, da. War's unvorbereitet? Das war unfair. Oh nö. Wir haben Sand im Auge. Das ist schlecht. Okay, die Flattermäuse, die machen mir nicht so viel Schaden, deswegen... Haha, take this, it's damage. Oh, da schlafen sie. Dann greife ich ja gleich den richtigen an und verfehle natürlich. Aua. Okay, Lebenspunkte sind in Ordnung. Ich habe jetzt einfach noch ein kleines Problemchen und das sind die MP-Punkte von Maribel, denn die gehen zur Neige. Das ist nämlich schlecht für die Gesundheit. Ich habe wirklich keine MP mehr. Oh, fuck. Ich glaube, ich muss es dann doch einstellen, dass sie nicht Rückendeckung machen. Wie lange bin ich doch geblendet? Für den ganzen Kampf? Das ist aber Kacke. Ihr wollt mich verkackeiern. Doch, nö. Ja. Tja. Aua. Es kann nur Stunden dauern. Trefft, meine Freunde. Trefft schon. Nein, nicht so. Oh, zum Glück. Endlich. Die Feinde sind besiegt. Wir kriegen schon wieder keinen Levelaufstieg. Oh, mein Levelaufstieg. Das ist aber blöd, wenn die Magiepunkte irgendwie zur Neige gehen bei Maribel, die auch bist. Fledermäuse erscheinen! Hey! Fledermäuse erscheinen, Fledermäuse müssen weg. Fledermäuse tot, der ist glücklich. Oh, ein Blasenschleim. Haben wir schon mal einen Blasenschleim gesehen? Ich glaube schon, oder? Aber ich glaube, zuerst mal machen wir dem Schmuckkater mal ein bisschen das Leben schwer. Was nur? Nein! Oh, kurz. Nur Maribel ist geblendet. Ist mir egal. Alles andere wäre doof. So, der Blaseschleim muss platzen. Die Blase muss platzen. Die Blase muss platzen. Oh, take this. It's damage. Eine Schatztruhe zurück. Ted öffnet die Truhe und sie enthält ein Gegengiftkraut. Yay. Okay, ich wusste nicht, dass die Gegner irgendetwas fallen lassen. Und ich habe das Gefühl, wir sind gerade im Kreis gelaufen. Aber wir gehen mal hier rein und schauen uns mal an, was auf dieser Ebene auf uns wartet. Gizma hat auch noch einen Levelaufstieg bekommen. Moment, wir haben nämlich bei Gizma jetzt die Stufe 9 erreicht, aber hat nichts dazu erlernt. Und deswegen ist das alles vollkommen egal. So, Moment, was aber nicht so egal ist, ist, dass ich etwas gebrauchen muss, und zwar ein Heilkraut. Wo haben wir es hier? So, Heilkraut benutzen, und zwar für Maribel, würde ich sagen. Maribel ist geheilt. Soll ich Ted auch vielleicht heilen? Nein, komm. Das geht schon wieder. Schweiß gebadet, es ist heiß, es ist stinkig, ich hab's nicht gerne hier. Oh, neuer Gegner? Neuer Gegner? Was ist es? Ein kleiner Bengel. Oh, der kleine Bengel, der wird jetzt gerade mal gebankt. Okay, Moment. Zuerst machen wir den Schmuckkater kaputt, denn der nervt, wenn man geblendet ist. Ist Kaka. Der macht aber Schaden. Das ist auch Kaka. Warum? Nein. Nein. Ich bin im Arsch.
Oh Gott, ich muss was Besseres auspacken. So, jetzt geht's mal. Oh Mist, verdammt, da. Es ist scheiße. Oh, ich will nicht. Schmuckkarte, so, du machst eine Fähigkeit, deine Offensive in den Flammen. So, auf den Schmuckkarte. Und hoffe, dass er stirbt. Aua! Oh Mist. Oh Mist. Oh Mist. Oh, gut. Nur noch einer hier. Zauber. Andere. Nein, keine Stärkung. Ich brauche defensive die Heilung für Gizma. Es wird Zeit, den Gizma zu heilen. Oh, er hat getroffen. Gut. Okay. Ach Mensch, ey. Hör auf, nicht zu treffen, bitte. Fähigkeit, offensive Flammenhebel. Okay. So. Da, super Laser. Yes. Oh, daneben. Oh, daneben. Moment. Taktik. Oh, gieß mal Befehle folgen. Nein, wir machen da einfach mal gnadenlos sein. Ja, ja, ja. Denn du brauchst keine MP-Punkte, deswegen ist es bei dir eigentlich scheißegal. Oh mein Gott, hör auf. Und stirb, bitte. Seht endlich mal was. Oh Gott. Was? Nein! 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 Das ist falsch. Defensive eine Heilung für Gizma. Die Heilung, der Zauberheilung ist langsam ein bisschen für den Arsch. Aua! Zack! Yeah, nimm dies! Okay, Zert ist noch geblendet. Das ist schlecht, aber er wird nicht mehr sein. Denn der Gizma wird sein. Er macht den Gnadenstoß rein. Die Feinde sind besiegt. 50 Erfahrungspunkte und 26 Goldmünze. Okay, so, Moment. Ich brauche im Gebäck mal ein bisschen Heilung. Oder soll ich einfach mal von Terz Magie gebrauchen? Terz, Heilung. Du hast ja noch ein bisschen MP-Punkte. Geht aufs 58? Okay. Nochmal eine Heilung für Gizmara. Hat ja schon einige Lebenspunkte verloren, deswegen können wir das tun. So. Pass auf die Lava auf, Terz. Eine falsche Bewegung und du wirst schön kross gebraten. Ja, ich hoffe, ist auch fein. Lecker, lecker, lecker. Oh mein Gott, meine Freunde wird das mir sowas von wieder unter die Nase reiben. Du hast zwar kein Dialekt, aber deine Wortwahl ist scheiße. Ja, ich weiß. Aber das ist mir egal. Oh Gott. Also die hauen rein. Je tiefer man reingeht, desto übler wird's. Kann man auch falsch verstehen, aber egal. Ja, nimm dies. Ins Damage vom Backstabbing. Ah, okay, 9 Punkt Schaden. 12 und Bums! Ich raste gerade irgendwie ein bisschen aus. Ist es... Oh! Hier gibt's ein Fragment. Wer hätte das gedacht? Oh, ich schätze mal, da gibt's... Aua, aua. Ted untersucht die Schatztruhe und... Was haben wir? Ein Stärkesamen! Untersucht die Schatztruhe. Die Schatztruhe ist leer. Okay, Moment. Wir haben einen Stärkungssamen bekommen. Und den werden wir einsetzen. Denn die Chimäreflügel gegen Stärkesamen. So, wir benutzen... Stärke 32, Stärke 31. Oh, na, Maribel, glaube nicht, dass das bei dir so viel hilfreich ist. Aber Ted, ich weiß nicht, ob es Gizma geben sollte oder Ted, aber ich gebe es Ted. Yay, steigt um 1, hätte auch besser sein können. Okay, ich bin ins Feuer gelaufen, aber es ist nichts passiert. Das heißt, wir sind jetzt hier reingegangen, also auf der Seite runtergegangen, damit wir den Stärkesamen bekommen. Okay. Warum nicht? Sind wir wenigstens ein bisschen stärker geworden? Aber es wäre schon... Oh, neue Gegner? Eine Flügeranie. Okay. Wir greifen einfach normal an. Und ich hoffe, sie machen nicht viel Schaden. Oh, was? Sie sind ja... Warum kommen so schlechte Gegner hier rein? Was soll das? Ich meine ja nur, wir machen ja einen Schaden. Was? Hat überlebt, Schweinerei. 52 Erfahrungspunkte? Okay, ich schätze mal, die könnten schon ein bisschen böse sein, wenn sie wollen. Ach nein. Ich glaube, wir werden zuerst die kleinen Bengel hier mal ein bisschen zusammenpurzeln. 11 Schaden, Schweinerei. Sie ist stärker geworden. Zack. Zack.
Warum gehst du auf den? Ach Gott. Geh auf die Bengel. Die machen Aua. Echt jetzt? Die haben Super Laser. Sie sind Piccolo. Der kann nämlich auch Super Laser und hat auch Fühler. Okay, ich habe noch 21 Lebenspunkte. Könnte übel werden. Irgendwie. Da kommen noch mehr, Bart! Nein! Okay, ich weiß, was ich zu tun habe. Auf den Bengel! Bitte beide, 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 bitte beide. Nein, nicht auf den. Och. Come on, come on. Okay, ich habe ihm einen Stärkesamen gebracht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, er macht noch weniger Schaden als vorhin. Oh. Oh, Maribel, du bist gut. Und was kriegt sie? Stufe 5, also 4 Lebenspunkte mehr, 3 MP-Punkte mehr und Flinkheit, Stärke, Ausdauer, Weisheit 3. Maribel lernt den Zauber Krach. Die Gruppe erhält 15 Goldmünzen. Ah, das ist auch gut. Ich brauche nämlich Geld. Denn Tert ist mal wieder geldlos. Nein, nicht ganz. Aber ich könnte es sehr wahrscheinlich gut gebrauchen in Zukunft, weil ich noch meine Ausrüstung ein bisschen aufpäppeln müsste. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, ja, wenn ich das mache, dann muss ich es dann später wieder machen. Und ich bin ja sowieso gleich wieder hier durch, sozusagen. Und da können wir sie auch im anderen Punkt kaufen. Und dann irgendwann mal kommt der Punkt, wo ich sagen muss, okay, ich bin unterlevelt oder meine Ausrüstung ist zu schlecht, aber ich muss dann die Ausrüstung nicht kaufen. Ich bin ja gleich hier fertig. Dann können wir beim nächsten Punkt hier die Ausrüstung kaufen. Nee. Okay, die Schleime machen nicht so viel Schaden. Aber ich habe das Gefühl, wenn es schlecht geht, dann können sie mich vergiften. Bums! Tschakalakalakalaka! Die Götterspeise ist unterwegs! Blasenschleim, Blasenschleim! Yeah. Kommen wir vielleicht noch zum Ziel? Irgendeinmal! 30 Goldmünzen ist schön. Danke. Oh Gott, so viele Monster! Ein bisschen Heilung muss sein! Ansonsten wird der Ted nicht mehr sein! Oh mein Gott, sind die Schmaukater scheiße. Oh, ich habe Sand in den Augen. Oh, ich habe noch mehr Sand in den Augen. Oh, du hast noch mehr Sand in den Augen. Das ist schön. Ja, wirklich. Da kann man sicher sehr viel anfangen damit. Aber wenn die Teenage Mutant Ninja Turtles auf mich warten, dann habe ich das Problem nicht mehr. Okay, Moment, ich glaube, ich gehe gerade wieder zurück. Yep, okay. Dann weiß ich nun ungefähr, ich muss nach oben und dort oben geht es dann weiter, denn hier rechts fahren wir nun. Wann gibt's einen Levelaufstieg? Wann gibt's einen Levelaufstieg? Ich will... Oh nein! Nein! Was passiert, wenn ich fliehe? Aber der Feind versperrt... Ach, du bist verdammt da! Oh Mist! Ich glaube, sie könnte sterben. Oh Gott, ich könnte auch sterben. Oh, Maribel, bitte, tötet wenigstens einen. Yes! Bitte, oh nein. Oh, ich habe Sand in den Augen. Oh, tötet nicht. Cool, wenigstens einer. Kann ich schon viel anfangen damit. Okay, angreife. Und, hepp. Oh, verfehlt. Ah, zacke, 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 zacke. Yes, sir. Okay. Oh, bekommst du noch mehr Sand in den Augen, noch mehr Sand in den Augen. Ich habe das Gefühl, das Spiel hat eine Chance, dass das Zeug durchgeht. So 100 oder 99,9% eingesetzt. Ich meine nur, bekommt noch mehr Sand in den Augen, mehr Sand in den Augen. Ich glaube, so viel Sand hat nicht mal in den Augen Platz. Ach, haben wir überhaupt noch Augen oder ist es schon eine Wüste? Come on, come on. Ja, so sein. Ja. Aua, nicht so. Oh Gott. Ich verbrate all meine... Oh, ich hätte eigentlich heilen können. Ich glaube, das werde ich noch tun. Bevor ich mir einen weiteren Weg dadurch bange. Das heißt, wir müssen wieder runter. Und da wartet dann... Nein, da wartet noch kein Gegner auf mich. Okay. Und... Sippe, sippe, sippe. Hallo. Mir scheint, ihr habt da ein paar Schrammen abbekommen. Lasst mich mal sehen. Hier, nehmt etwas davon. Da fühlt ihr euch wie neugeboren. Oh, danke. Na dann los, mal hören. Lass mal hören. Erzählt mir alles über eure bisherigen Abenteuer. Ich soll ein Abenteuerbuch anlegen. Oh, ich kann hier speichern? Okay, ja, da würde ich sagen,
nehme ich diese Gelegenheit gleich, dass ich hier speichern kann. Und würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Wir haben jetzt schon mal die andere Seite erforscht von Berg Lordley. Loxley und Richard, sie haben es nicht verdient zu sterben. Doch sie sind alt. Ja, wir machen beim nächsten Mal weiter und dann geht's Richtung Norden und dementsprechend auch Richtung Ziel. Doch was wird uns am Ziel des Lordley, an der Gruft von dem Berg? Was wird auf uns warten? Wird es irgendwas Böses sein? Oder ist es einfach ein Fragment, das irgendwelche Strahlen abstrahlt, weil wir jetzt hier sind? Wer weiß, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Dragon Quest 7 Fragmente der Vergangenheit. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao. Ja, du sollst ein Abenteuerbuch anlegen. Also, in welchen dieser Abenteuertagesbücher soll ich denn eure Taten aufzeichnen? An einem Werstag.